Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Spitzenspiel in Liga 3. Eintracht Braunschweig empfängt Halle, der Dritte den Zweiten. Er dabei erstmals in der Startelf. Orhan Ademi, Marcel Beer dafür nur auf der Bank. Trainer Christian Flüthmann versprach sich mehr Durchschlagskraft. 26. Minute, Freistoßsituation für Eintracht Braunschweig. Kammerbauer ist das und da ist der angesprochene Ademi. Die 1:0-Führung für die Hausherren. Das erste Mal von Beginn an, sein zweites Saisontor. Es ist kein Abseits bei Benjamin Kessel, er ist auf der gleichen Höhe. Hier kommt er an den Ball und dann Ademi handlungsschnell lässt Kai Eisele im Tor der Gäste keine Chance. Bis dahin Halle die bessere Mannschaft und auch nach dem Rückstand drehen sie weiter auf, haben die besseren Gelegenheiten wie hier. Dringkut auf Sohm, das Ganze in der 36. Minute, fast der Ausgleich. Halle mit 3 Siegen in der Fremde in Folge. Für Nummer 4 muss das Team von Thorsten Ziegner in Durchgang Nummer 2 die Chancen besser verwerten. Er sieht in der 51. Minute dann diesen Angriff. Viel Zeit bei der Flanke. Beuth zurück in Richtung Elfmetermarkierung. Und dann kommt auf Umwegen der Ball zu Pascal Sohm. Vor einer Woche gegen Münster schon getroffen. Hier trifft er ebenfalls. Der erste Schuss noch abgeblockt. Beim zweiten sind sie dann aber machtlos. Und Sohm, der läuft zum Physiotherapeuten. Kurioser Jubel, weil er zuletzt immer wieder muskuläre Probleme hatte. Ist das der Dank dieser Ausgleichstreffer? 70. Minute, dann diese Situation. Braunschweig mit einer der wenigen Offensivgelegenheiten. Nick Proschwitz, das noch das Gefährlichste von ihm. Diesmal Kai Eisele aber nicht zu überwinden. Wir springen in die Schlussphase. Alle im Vorwärtsgang. Und hier kommt Terence Beuth gleich zum Abschluss. Nachdem Marc Pfitzner das Ganze unglücklich eingeleitet hatte, der Routinier mit dem Querschläger. Sohm ist das, der dann die Übersicht behält. Hier sehr, sehr flink unterwegs. Und dann legt er richtig gut auf. Doch Beuth kann keinen Profit rausschlagen. In der Nachspielzeit gibt es dann aber noch eine knifflige Situation. Wieder Halle, Gutau ist das. Und der geht zu Boden. Der Bundesliga-erfahrene Guido Winkmann steht optimal, hat freie Sicht auf diese Szene. Ganz Halle fordert den Strafstoß. Die wollen natürlich die 3 Punkte im Optimalfall mitnehmen. Wir schauen noch mal drauf, ist da ein Kontakt zu erkennen? Unten wohl nicht, oben der Arm aufgelegt, aber reicht das? In jedem Fall ist Thorsten Ziegner nach dem Abpfiff außer sich, bekommt noch die gelbe Karte. Und das ist seine Einschätzung dazu. Das ist ein Elfmeter. Also meines Erachtens ganz klar. Es ist auch genau das, was unser Spieler zu uns gesagt hat, dass er eben von hinten geschoben wurde bzw. gestoßen wurde. Er wäre sonst durch gewesen. Und bei dem Tempo ist es dann doch logisch, dass der Spieler gar nicht mehr stehen kann. Ja, deswegen für mich ein klarer Elfmeter. Das ist die Sicht des einen Trainers. Wir schauen nochmal drauf. Hier oben der Kontakt. Das ist der kleine Schubsler und der soll reichen für den Strafstoß. Von außen sah es so aus, dass er unten trifft, aber oben der Kontakt, nein. Das ist mit der Schulter, das darf man doch heutzutage machen. Freundschaftlich trennen sich in jedem Fall Christian Flüthmann und Thorsten Ziegner. Freundschaftlich auch die Teams. 1:1 im Spitzenspiel. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.